Ganz toll, Fernsehleser. Ja, schön rund und hoch, Fernsehleser. Ganz brav macht sie das auf ihrem Hang. Und man sollte im ersten Durchgang ja auch einmal das Ziel sehen. Schau mal, sie hat doch ein paar Tore. Das macht sie richtig gut. Und die Lisa geht wie ein Profi durchs Ziel. Ja, 36,42. Ja, das ist ja schön aufgehalten. Das ist ein Supermeister. Das ist ein Supermeister. Das ist ein Supermeister. Das ist ein Supermeister. Also der Trainer wird die Kinder auch gut sein. Ganz toll. So, Rennen kann weitergehen. Startnummer 53. Feiner Carolina. Und sein Klasse ist die Klasse. Oh, die fahren alle gut. Brav, ganz toll, diese Mädels. Ja, die Familie Feiner natürlich bekannt. Alles gute Skifahrer. Oh, das macht sie gut, ja. Schauen wir, was das für Laufzeit wird. Und sie geht durch das Ziel mit 33,49. Und es kommt als letztes die Wildinger Klara Sophie aus dem Stadthaus. Ganz toll, ganz profimäßig. Da und das gleiche Tor, wie Junior. Bitte nicht mehr das Verspielfahren oben rausfahren. Ja, das ist schade. So, wenn wir mal rüberkommen, dann kommen wir zum Marie. Von der Uni am Wirkfeld. Ja, da oben ist eine Vertikale, da beschleunigt sich raus eine freie Vertikale. Ah, das ist schon schwierig. Ja, und jetzt bleiben sie hoch. Ganz vernünftig fahren, hochbleiben. Ja, das macht sie gut, die Marie. Ja, man schaut halt, dass man mal ins Ziel kommt und dann einen zweiten Lauf fahren kann. Laufzeit ist da 37,63. Zwei Favoriten sind heute schon auf der Strecke geblieben. Die rutscht, das kostet alles ein bisschen Zeit. Laufzeit 41,42. Als nächstes kommt die Gabriel Christina aus Kirchberg. Thank you.
haben wir dort die Gabel zwischen ihnen. Ja, und sie ist noch immer im Rennen. Bravo, ja, das schaffen wir noch. Zwei Tore noch bis ins Ziel. Und sie hat es geschafft bis 39,23. So, jetzt haben wir noch zwei Läuferinnen aus St. Jakob im Wald. Zwei Gabel einziehen. Kommt schon in die Richtung Ziel. Es heißt, aber schaut, dass wir durchkommen und den zweiten Durchgang sehen. Nummer 58 im Ziel mit 39,77. Jetzt kommt dann diese Gruppe nach der Bodenstabelle aus St. Jakob. Also Bosch Isabelle, Entschuldigung, jetzt habe ich mir irgendwas geschaut. Ja, die ist bereits im Ziel. 48,58. Hat sich herumgesprochen, dass die Ausfahrt-Dreier-Vertikale ein bisschen ein Schwein sein sollte. Hier sollte man genau auf die Linie achten. Ausfahrt-Dreier-Vertikale. Und der nächste hat es erwischt. Schaut aus. Achtung, Achtung. Habe ich gerade gehört. Ausfahrt-Dreier-Vertikale. Da dürften die Läufer falsch besichtigt haben. Der nächste Start Nummer 61 auf der Strecke, der Jünger Johannes aus Birkfeld. Langer Sprung, Steilhang, Einfahrt. Ja, wohl ganz vernünftig fährt er das, ganz toll macht er das. Wir wollen ja auch noch den zweiten Durchgang fahren, hat es geheißen. Und 31,12 hat er seine ganze Gasse auf Leuchten lassen.
Das war die erste Stunde, oder? Ja. Ah, war ja ein paar Wandel. Die Nummer 68, dieser Florian Benigzell, kommt jetzt in den Steilhang, fährt die Tore schön hoch hier, bleibt schön rund. Und auch er wird das Ziel sehen und Laufzeit von 41,17. 41,17, jetzt kommt der Stöber Matthias aus St. Jakob in Walde. Natürlich, wir haben alle Leute aus St. Jakob, Walden, Ganz, Dolly, Kiefer. Ja, und die sehen wir auch schon auf. Ja, der Fantasie.
das gut, kann die Kipptechnik schon richtig gut. Da wird eine super Laufzeit. Zweiter Platz bis jetzt mit 34,42. So, als nächstes Startnummer 17, Doppelkombi-Mann. Nummer 71, Kurt Julian aus Wenigzell. Und Laufzeit 37,00. Schade. Meisterklasse 50, Melli.
Meisterbauer Siegel, Brabeck, Fritz, Hando, Dopplofer, Ferdinand. Aber auf der Piste ist der Siegel. Wir haben Kostet mitbeteiligt. Ganz toll mit der Siegel. Ganz ruhig. Aber jetzt hat der Band, aber hat das richtig gemeistert. Also ein schlauer Fuchs. Die vertikale Verkehrsverfahren. Günther, Union 14, ganz ruhig, schauen wir mal, was der Günther da runter liefert. Da war doch leider ein bisschen, aber er tut den Schuh. Mit 29,23 und war an der vierten Stelle. Mittel, wa? Und da war jetzt
Ja, die Lise kommt schon in den Steilhang. Ja, sie bleibt schön hoch. Fährt sie die Tore ganz vernünftig. Und noch zwei, drei Tore hat sie noch. Und sie schafft es im Ziel und das ergibt. Neue Laufbestzeit 1:43:49. Hat er einen gewaltigen Vorsprung, die kann so gut schiefern. Ja, das fährt sich ganz selber nach Hause. Das braucht sie. 1:06:49:33:20. Schön hoch, das fährt er nach Hause heute. Und seine Laufzeit 1:02:15.
Das war ein hervorragender erster Lauf von der Jenny. Und wieder hervorragend, wie ihr Papa der Alexander. Oh, jetzt darf nicht wahr sein! Leider Schwung! Ja, das ist ja natürlich zum Verrückten. So gut ist es, dann ein kurzer Moment. Ja, das ist wirklich Sport für das Netz. Jan Thomas! Der nächste, der klasse Schüler ist, Mendy. 35:00 im ersten Durchgang. Aus Bad Katzmannsdorf. Kommt rein, vertikale Ausfahrt. Rüber, langer Schwung, bleibt hoch. Und jetzt, kann er den Körper vorne behalten. Bleibt. Der Start ist schon wieder frei. Richtung funktioniert prima. Steil lang, ganz 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 gan
Voneinander getrennt und da kann sich alles noch entscheiden. 32 Führung verteidigt. 32-54 hat schon den ersten Durchgang. Und da drüben herunter. Zack, zack. Ja, Einfahrt, freier Vertikale. Ausfahrt. Langer Schwung. Das Ding fällt, das sagt Jakob im Wald, das 30.
Höhe von 20 Meter.